Jo, hallo und willkommen zum nächsten Part der Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, ich würde gerne sagen, guten Abend, aber das ist ein bisschen übertrieben. Es ist bei mir momentan 4:30 in der Früh. Also eine lustige Geschichte bei mir ist, dazu muss man wissen, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und es ist einfach mitten in der Nacht, gab es auf einmal einen Riesenkrach und eine Scheibe ist gerissen. Keine Ahnung, was da abgeht. Ja, jetzt kann ich nicht schlafen und dachte mir, jo, mach ich Pokémon weiter. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe offscreen, wie ich schon angekündigt habe, meine Pokémon auf Level 18 im Durchschnitt gelevelt, außer Portugal, weil, sind wir ehrlich, sie wird einfach nur für VMs benutzt und sonst absolut gar nichts. Es ist eigentlich nicht wirklich was Aufregendes passiert, außer dass unser gutes Ninjatum, unser Shinobi, eine Kratzfurie gelernt hat. Ansonsten glaube ich, ist nichts passiert. Nee, sonst ist alles immer noch beim Alten. Bin auch heute alleine da. Habe eigentlich gerne jemand da zum Reden. Allerdings, ja, ich muss mich da nochmal entschuldigen. Das letzte Mal, das war etwas anstrengend mit dem Hintergrundgestöhne von meinem Kollegen. Ich werde in Zukunft solche Aufnahmen alleine machen. Es funktioniert einfach besser. So, im letzten Part haben wir die Arena hier besiegt, noch unseren Rivalen bekämpft. Und jetzt gehen wir jetzt weiter in. Verdammt, wie hieß der Wald? Steineichenwald. Hier wartet uns jetzt erstmal eine. Oh, jetzt können wir erstmal ein neues Pokémon fangen. Gar nicht vergessen, ne? Yes! Yes! Oh, Naltaria ist super. Du wirst einen Flugangriff können, also Ninjatum. Nobi. Merkt endlich mal die Namen. Du ziehst dich mal zurück, wir werden dich nicht schwächen können. Hey. Hör auf, Gesang zu machen, das will ich machen. Verdammt. Ja, da ist schon der Flugangriff. Portugal könnte es vielleicht etwas schwächen. Ja, klar. Sollen wir auch versuchen? Nein, das Tank, das dürfte so ein paar Angriffe aushalten. Erstauner, das ist jetzt nicht so ein erstaunlicher Angriff und Portugal hat absolut keine guten Angriffe. Oh Gott. Oh Gott, das wird ekelhaft. Planänderung. Versuchen wir es auch mal einzuschläfern und versuchen einfach Bälle zu werfen. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Kaum treffen. Nein. Das wird niemals funktionieren. Ah, die hat. Keine sonderlich hohe Erinnerung, vor allem nicht auf 5. Naja, vom Pokéball. Oh Gott, das klappt ja nicht mehr fast. Ah, das könnte ein langwieriger Kampf werden. Ach komm, hör doch auf. Warum triffst du immer? Pest.
das. Nee, ich würde ganz gerne Altari wieder einschläfern, bevor ich wechsle. Jetzt hör auf, Gesang zu machen. Schon besser. Das Problem ist, Altari ist auch noch ziemlich tanky. Zu Portugal wird er keinen guten Schaden machen. Bis Level 5, also so viel HP, KP dürfte es noch nicht haben. Ah, ich muss dich doch hinten flächen. Schön, schlaf weiter. Kampf und Klammerung. Schön, immer schon weiter schlafen. Oh Gott. Oh Gott. Altaria kann Gesang, kann Schnabel, kann Erstauner und Heuler. Okay, sind alle vier Angriffe. Hör doch auf! Wieso setzt du Gesang an, wenn ich gerade geschlafen habe? Heuler ist auch nicht gerade vorteilhaft für mich. Nein, nicht Beutel. Geduld machen, es scheint. Okay, es greift an. Au! Kein guter Schaden. Und Angriff ist zweimal gesunken von mir. Ah. Das hat nicht wirklich Sinn. Es könnte vielleicht ein Smog überleben, aber. Was haben wir denn sonst so Stachelspore zum Paralysieren? Könnte vielleicht die bessere Option sein als erst. Als so einzuschläfern. Du kannst jetzt gar nichts. Ach ja, genau. Jörg hat noch Body Slam gelernt. Hätte ich ganz vergessen. Keine Möglichkeit, hier wirklich es zu schwächen. Ich versuche einfach nochmal Pokéball. Topf auf das Beste. Komm schon, komm schon. Nein! Verflixt. Yes. War die richtige Entscheidung. Sandra hätte nur den Kampf so lange rausgezögert, es hätte noch ewig dauern können. Altaria! Er schwebt gemächlich durch den Himmel, sein wunderschönes Summen löst verträumte Dösezustände aus. Okay. Ja, ich würde das sehr gerne einen Spitznamen geben. Ein weibliches Altaria. Wie nennen wir dich? Komm, siehst aus wie eine Wolke. Also nennen wir dich Sora. Ich würde Altaria sehr, sehr gerne ins Team nehmen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem das Schöne daran ist, dadurch habe ich auch ein Flug-Pokémon und muss die vor allem Fliegen nicht random Portugal beibringen später. Weil das doch irgendwie einen sehr seltsamen Beigeschmack hat.
meine, ist besser als extra ein Pokémon dafür fangen zu müssen, aber. Pokémon bewegen. Was legen wir für dich ab? Im Moment wäre es vermutlich Potrot. Mit dem Neutron kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Ehrlich, es ist kein gutes Pokémon und es ist sehr, sehr risky. Ich glaube, ich werde mich an der Stelle von Nobi verabschieden. Haben wir ein Team Sora? Hey. So, was kannst du denn so? Besenzart. Die Besen muss ich echt mal lernen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Spezialverteidigung, Hochverteidigung, runter. Ist okay, denke ich. Spezieller Tank ist nicht verkehrt. Und halt bei Austauschstatusproblemen ist auch praktisch. Ich habe mich sogar direkt ein paar TMs, die ich dabei bringen will. Zwar einmal die TM-Ruheort. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Weiler kann weg. Und dann kann ich dir noch Pflücker beibringen. Schnabel können auch weg. Ist kein guter Angriff. Ich habe gerade gesehen, dass bei Schnabel dabei steht, dass es ein Angriff mit eben einem Schnabel oder einem Horn ist. Ja, das erklärt mir endlich mal, wieso Nidoran Schnabel erlernen kann. Das erklärt auch noch mehr, wieso sie den Namen geändert haben. Zu Piekser. Ja, dein Boss ist wütend auf dich, deine Parenten sind weggelaufen. Natürlich bekomme ich das hin. Du kommst bitte nach unten. Da haben wir Nummer 1. Brauchen wir noch ein zweites. Ich würde tatsächlich sogar selber machen. Dass ich an der Stelle gleich ein bisschen. Oh ne, Vergeltung. Nein! Okay. Ich hatte schon kurz Angst. Saft. Eine zweite blaue Flöte. Gott, was ist das für ein Randomizer? Ja, Tatsache. Hatte ich kurz die Hoffnung, dass es vielleicht eine andere ist. Aber nope. Also dich muss ich erst einmal wegjagen, damit ich zu dir kann, genau.
So, hier muss ich jetzt rechts auf das. Ja, hör auf mich anzuschauen. So, hier rüber. Dankeschön. Nicht auf die erste treten. Und das ist Nummer 2. Oh, ist schon der beste Spitzname für ein Pokémon. Und das ist runtergefallen. So. OM01. So, das ist der erste Angriff für unser Portugal. Ja, bitte. Portugal. Ich meine, du hast Ranken für Umklammerung, also wirst du irgendwie die Zerschneider einsetzen können. Das wird schon passen. Und irgendwo hier ist noch ein Typ unterwegs, bei dem ich die. Bei dem ich einen Pokémon. Kopfnuss lernen lassen kann. Was ein wunderbarer Angriff für. Verdammt, ich hab den Namen vergessen. Lilith. Lilith heißt sie. Werde. Aufzusprinten. Ich bin nicht zu viele Encounter. Da unten ist er. Hallo, Kimono Girl. Zu dir komme ich gleich. Brava wäre auch fantastisch gewesen. Flache Boden ist ein sehr, 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 sehr gute Typkombination. Nein, und das war der Tod. Wieso kannst du Ultraschall? Nein! Ich hätte dich austauschen sollen. Wieso mache ich das? Ich dachte, du schaffst es. Oh. Das ist. Das tut weh. Das tut am Herzen weh. Da räche sie. Das war ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Wie will ich denn das erste Stelle? Ich sollte einen Schutz einsetzen. An dem Punkt gibt es echt keinen Grund mehr, die Pokémon noch zu bekämpfen, dass nichts zu trainieren gibt. Schutz, Schutz, Schutz. Warst du hier dabei? Nee, hier warst du. Na, dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. Macht der Typ eigentlich die Kopfnuss selber? Also finden wir gerade einen Kerl mit einem Wald, der mit dem Kopf gegen den Baum läuft. Der wird schon wissen, was er tut. Der Löw. Ja, sehr gerne. Das ist ein wesentlich besserer Angriff als Duplex-Hieb. Kopfnuss macht 70 Schaden sogar. Ich dachte, das ist ein 60er Angriff. Viel wuchtiger. Es ist halt wirklich ein fantastischer Angriff für Lilith, dadurch, dass es auch noch Step ist.
bist direkt vor dem Ausgang schon im Endeffekt. Fausttafel. Kampfangriffe verstärken. Ich habe nur leider keine Kampfangriffe. Ansonsten wäre das sehr, sehr interessant. Das Gute an Kopfnuss ist, dass wir auch jetzt in einigen Städten dadurch Pokémon fangen können. Ja, aber wenn wir mittlerweile auch schon die Angel haben, ist das eher hinfällig. Du hast doch auch irgendwas für mich. Die haben sogar. Kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Okay, fangen wir direkt unser nächstes Pokémon. Interessante Kampfangriffe theoretisch lernen. Aber diese Kampfangriffe sind keine Step-Angriffe, also. Naja. Ich habe auch schon Normal-Pokémon im Team, also. Ich denke, ich werde da eher bei Hilf bleiben und mir Shinobi zurück ins Team nehmen. Mach dich bereit, nicht, dass mein Gesang dich tötet. Verdammt, ich hätte angreifen sollen. Du wirst nichts überleben. Ich könnte dich mit Smog schwächen. Versuchen wir es. Wenn du stirbst, ist es auch nicht so ein Verlust, denke ich mal. Natürlich jetzt daneben. Bitte schlaf weiter, ich will nicht, dass du random vergiftet wirst. Das ist gar kein guter Schaden. Dann mach dich nicht hinter anderen Angriff, wenn du. Lass mich mal kurz schauen hier. Gericht, du hast. Einen höheren Spezialangriff. Könnte es ein 60er Angriff. Gut, wäre allerdings auch Step. Das ist nur mega sauber. Du kannst sie auch nicht schwecken. Weißt du was, wenn du keine Finte überlebst, dann hast du sie nicht verdient, in meinem Team zu sein. Wow, das ist. Ach, ein Igler. Ja. Das ist aber auch wesentlich weniger Schaden, als ich erwartet habe. So, dann gehen wir wieder auf Lilith, schläfen das nochmal ein und werfen Pokébälle. Einschläfern. Heute Pokéball, lang wie ein Schlapper. Ach komm schon.
Bleib da drin. Echt jetzt. Ich hab's jetzt absolut gar nichts, was gegen dich was bringen würde. Geht doch. Winterfell ist besonders weich und von hoher Qualität. Dann wärst du doch ein wunderbarer. Mantel. Du bist weiblich, egal. Das passt schon so. So, was ist du sozusagen? Wie trainierst du also? Auf der Straße und nicht im Gras und du hast einen Gengar. Das ist unvorteilhaft für dich, weil ich habe eine geile Finte. So, bist du ein Gift- oder ein Geisttrainer? Ein Geisttrainer also. Bitte. Ja, ist gar kein Schaden. Machen wir noch eine Glut und diese Giratina ist besiegt. Gut, ich bin 10 Level über den Pokémon. Wie sind das für Level Spikes hier? Warum sind die Trainer jetzt wieder so schwach? Muss der reichen, oder? Ja, easy. Und Level 19. Feuerwirbel. Eigentlich kein Fan von, wenn ich ehrlich bin. 18 bis 70. Die Rauchbombe könnte vielleicht noch nützlich werden in manchen Kämpfen. Haben wir schon was Besseres hier als Feuerwirbel, dass ich das vergesse. Hast du nicht lieber mal irgendwie Flammenwurf oder so lernen? Erst auf Level 30 oder noch später. Oh, Klippunkel, das ist ein fantastisches Pokémon. Ich hätte auch gerne eins. Kampfgift, machen wir einfach eine Glut. Ich hatte nicht vor, irgendwas anderes einzusetzen, außer Offensivangriffe. Zeigerbild, geh weg. Gott, wie lange war der da jetzt schon? Ich hoffe nicht lange. Du willst also mit meinen Gefühlen spielen. Das finde ich gar nicht cool von dir.
Ach ja, Drache. Und Gesang. Aber zum Glück habe ich ja immer noch bei Staatsheilmittel zwei blaue Flöten am Start. Ja, wie viel Schaden macht die Fimpel? Naja, auch nicht wirklich mehr. Egal, das war's. Du willst also wirklich eklig sein. Das ist jetzt auch nicht ideal für dich. Wickel. Mit was willst du mich überhaupt umwickeln? Und noch ein Altaria. Na, man scheint doch kein Pokémon mit Drachen gut zu haben. Das ist schon mal sehr gut. Statusheilmittel bitte. Hat nur einen Paraheiler. Der Bruder macht doch alles. Das würde ich mir gerne aufheben für wirkliche Notfälle. Das ist glaube ich der erste Drachentrainer, also wirkliche Drachentrainer. Mit dem Randomizer. Was ziemliches Glück ist für mich. Und wenn da so eine Early Drachenwut kommt, das kann schnell mal einen Run beenden. Viele Erfahrungspunkte. Du willst Meetings geben? Immer gerne. Immer her damit. So, was ist du so am Start? Pokémon-Experte also. Na, da wollen wir mal schauen. Weed. Gut, ein Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon zu wählen, könnte man schon als klug bezeichnen, aber es ist halt trotzdem Captain Tache. Und er setzt in Klammerung ein. Ich glaube, du bist nicht so ein Experte, wie du das vorstellst, kann das sein? Das ist also ein Gift-Trainer. Und Butterluft. Ja. Lilith, mach du das. Na, ja, mach einfach die Kopf nass. Eine Vergiftung. Natürlich.
Dagegen gehört. Ich muss Heilung kaufen. Na, dann könnt ihr noch einen Trank. Ich glaube, zwei Trainer dürften ja noch kommen oder drei. Ne, zwei. Na Gott, Labazina. Lange Laberzähne. Darf ich jetzt gehen? Dankeschön. Jetzt mit der alten Mann auch noch seine Nummer geben. Muss sogar nur. Was ist in der Nacht? Willst du nicht in der Nacht trainieren? Nicht kämpfen immer? Seltsam. Dachte, dass in der Nacht die Wachen einen angreifen. Macht die Event, die nicht daneben gehen kann, also. Der Rauchwolke bringt nichts. Oh Gott, ich muss sogar dreimal angreifen. Bitte nicht viermal. Na, ich werde noch ein viertes Mal angreifen müssen. Wieso warst du überhaupt jetzt schneller als ich? Das ergibt nicht mehr Sinn. Ja. Diese Route bekommt man sehr, sehr viele Telefonnummern, wie es scheint. So, dann tun wir mal Trap an die erste Stelle. Heftiger Mann, was hast du zu sagen? Ach so, genau, ich muss einen Radioturm. Hallo Frau, ich würde gerne beim Quiz mitmachen. Ja, bitte. Ja, kann es. Ja, Nidorina ist immer weiblich. Nein, Aprikorken sind ekelhaft. Die verwendet niemand. Und das ist richtig. Ich glaube nicht.
Ach, verrichtet. Ich glaube, wie hieß sie? Margaret, genau. Direkt mal nach, was das für eine Arena ist. Moment, wo laufe ich hin? Hier ist die Arena. Was ist denn Skribbe? Umbrero Wasser oder Pflanze? Das ist mega sauber, neutral, also. Bleib mal drin! Ordentlich, dass es keinen Schaden macht. Erstaunlich, das ist ein dummer Angriff. Flipper, es ist also eine Wasserarena. Flipper ist allerdings unvorteilhaft durch seinen Flug zu Enthal. Ach, ich muss Sora ablegen. Ich muss Sora noch ablegen. Kopfnuss. Oh Gott, du bist Level 16. Oh Gott. Mein Gesang ein. Nicht mehr verwirrt, wunderbar. Und es trifft auch. Wunderbar. Kopfnuss. Sturm von Kopfnüssen wird auf dich niederhageln. Na, ja, drei Stück zumindest. Ne, Wasserring, also das Trap schon mal sehr vorteilhaft. Agni kann ich komplett vergessen. Lilith ist eigentlich immer eine gute Wahl, glaube ich. Du warst das nicht legendäre oder warst der Legendary Klon. Ich weiß nicht, ob Fiona jetzt das Legendary war oder Manaphy, aber ich glaube, dass Fiona das Legendary war. So, dann entschuldigt mich mal kurz, ich muss mich mal eben von einer guten Freundin verabschieden. Und ich habe ich zwei TMs verschwendet. Reden wir nicht drüber. Tschüss. So. Snowy. Komm zurück im Team.
könnte es tatsächlich auch nützlich in der Arena sein. Schon hier ist. Dann würde ich eigentlich noch ganz gern ein paar Heilungen kaufen, kurz. Ihr seid ein normaler Shop, habe ich recht? Ja. So, 4 Gegengifte bitte. Lieber bringen wir nix. Auch noch mal 5 Stück. Na, gib mir noch einen. Eisheiler, wieso nicht? Verkauft schon das gute Zeug alles. Nein, keine Superbälle. Die sind zu teuer. Warum sind die so verdammt teuer? Habe ich denn was, was ich verkaufen können? So, die Beiße flöte gleich wieder. Du warst unendlicher Honig. Das heißt, wie viel bringt noch Honig? Nicht viel. Klingt alles nichts. Was bringt das, eine blaue Flöte? Auch nur 50. Also nicht gut. Dann geben wir mal noch 10 Pokébälle, dass ich einen Premierball bekomme. Dann noch ein paar Superschütze. 5 Stück. Und mein Geld ist wieder weg. Ja, das kann ich mal anders machen. Haben wir in Dukatia City eigentlich irgendwo eine Möglichkeit, ein Pokémon zu fangen? Ich weiß es gar nicht. Geh weg, alter Mann. Alter! Okay. Ich glaube nicht, dass es hier eine Möglichkeit gibt. Also gehen wir einfach wieder in die Arena. Keine Ahnung, auf welchem Level ihr stärkstes Pokémon sein wird. 21? Kann das sein? Bin mir unsicher. Ist hier noch irgendwo ein anderer Trainer? Nee. Ich würde sehr gern das ganze Training mitnehmen. Sehe schon, ihr mögt eure Lombreros. Okay. Naturkraft macht, glaube ich, je nach Umgebung anderen Angriff. Kann mich aber auch täuschen, das ist ein seltsamer Angriff.
Und dein Barsch war. Ja, sieht so aus, als würdest du genau wie ich niemals ein Milotier besitzen. Das nicht tauschen kannst. Ja, ich denke, die Arena müsste machbar sein. Was für ein Mauzi? Du besitzt keine Mauzi-Frau. Weniger Schaden als ich erhofft habe. Aber du dürftest auch keinen starken Giftangriff können, also. Ah, obwohl du könntest zwei oder eventuell. Uncool, aber auch kein Problem. Du hattest nur ein Pokémon. Okay. Du hast also niedliche und starke Pokémon. Okay, kann man so gelten lassen. Mit einem Eisangriff könnte tatsächlich sehr uncool werden, auch wenn du auf Level 15 bist. Lilith. Ja, Lilith, mach du das. Oh, du wirst ja so eklig sein. Mach ja schon gesagt. Na, ah, da ist schon der Eisangriff. Komm schon. Ach komm. Fußstall, Aquavelle, Eisplitter. Gar nicht so viel Schaden. Als ob. Okay. Zieh da mal einen Supertrank rein. Und dann bist du hoffentlich nicht mehr verwirrt irgendwann. Gesang bitte. Dankeschön. Gut, wäre das wenigstens überstanden. Ich hoffe, dass Bianca kein Lapras besitzt, weil. Oder Pelipper, weil das sind zwei wirklich gar nicht so angenehme Pokémon für mein Team. Das glaube ich einfach drei noch verkraften. So, und was ist dein letztes Pokémon?
Oppenteil, du Süßes, lässt sich übrigens überstreiten. Na, Lombrero, was denn auch sonst? Was denn auch sonst? Ist auch so ein sinnloser Angriff, Mogelhieb. Einfach gar keinen Schaden, einfach nur um eine Runde rauszuzögern. Ja, schreck zurück. Schrecke vor der Macht von Lilith. Oh, dann gehe ich nochmal schnell ins Pokémon Center, heile mich nochmal und dann gehen wir direkt zu Bianca. Die dank dem Randomizer Gott sei Dank keine Eine-Igler-Walzer-Kombo einsetzt. Wie lang? Darunter. Ich hasse die Arena, sie ist so dumm aufgebaut. Cyclist Rachel. Dann Bammelin. Das dürfte kein Problem sein für mich. Also macht nicht viel Schaden. Um nicht zu sagen, gar keinen Schaden. So, und was ist Tempel-Tankersatz? Seemon. Ja, Seemon ist akzeptabel. Wärst du ein Seedra King, wäre das was anderes. Ja, das ist ein Easy Going. Level 19 ist auch nur schwächer, als ich erwartet habe. Wesentlich. Uhu, buhu, Schlucht, Knief. Anziehung ist sehr interessant. Will ich aber tatsächlich noch niemanden beibringen im Moment. Oder? Lilith-Fan-Option, aber nee. Nee. Hier hinten. Dann holen wir uns auch das Fahrrad ab.
Ist auch kein Wunder, dass der Laden nicht läuft, wenn du in der hintersten und dunkelsten Gasse der Stadt mal öffnest. Ich meine, hier ist vermutlich die Miete billiger, aber das ist nicht alles. Ich meine, wer soll den Laden finden? Ah, Beutel. Dich bitte aufheben und Fahrrad registrieren. Oh. Nein, bitte nicht. Mann. Tauschen wir dich mal wieder gegen. Lobby braucht ein bisschen Training. Weil wir auch demnächst, beziehungsweise jetzt gleich wieder ein Pokémon fangen können. Nachdem wir ein, zwei Trainer besiegt haben. Wobei, ich könnte auch eine Kopfnuss machen. Du kannst ein Biss. Das ist nicht optimal für mich. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, einfach um es mal so gemacht zu haben. Kopfnuss! Nochmal! Ach komm. Weißt du, dass du oben bist, jetzt komm da runter. Doch hier auf diesen Baum. Okay, lassen wir das. Ach, du bist ein Fotograf. Angeln habe ich auch nicht wirklich Lust. Das war kein Doppelkampf. Nehmen die wir. Du dürftest nichts gegen mich haben. Gut, aber. Du kannst Giftpuder. Und natürlich trifft es uns dann der Shinobi, das war's. Oh nö. Ich habe vergessen, dass in die wir Giftpuder lernt. Fuck. Nagni. Ja, aber es war vorhersehbar, dass das irgendwann passiert, dass ich irgendein Pokémon falsch einschätze. Dieses Pokémon habe ich auch komplett vergessen, dass es existiert. Was soll es überhaupt darstellen?
Man kann dich also nicht beschützen. Er hat sich gemerkt mit seinem Papunga. Mogelbaum. Ich werde übrigens das Mogelbaum oben nicht fangen, weil ich in der Route schon was fangen werde und grundsätzlich sage ich zwar, dass statische Pokémon da nicht dazu zählen, aber ich will auch kein Mogelbaum. Echt nicht. Ich mochte es noch nie. So. Keine Ahnung, das Design davon ist einfach dumm. Ich werde jetzt auch nicht gleich ins Pokémon Center gehen, um Shinobi abzulegen, weil ich nicht genau weiß, was ich dafür ins Team nehmen will. Es ist tatsächlich nichts wirklich, was ich dafür nehmen will. Ein Schlapper wäre vielleicht eine Option, was Kampfangriffe lernen kann, aber Schlapper ist halt echt nicht so gut. Und noch eine Aquavelle. Ach, du bist der Trainer mit den ganzen Smogons. Ach komm. Warum können NPCs Schutzschilder einsetzen? Es ist so... Aha. Danke. Jetzt töte es. Sehe ich das jetzt richtig, dass du 4 Austos hast? Eins auf Level 2, eins auf Level 4, eins auf Level 6 und eins auf Level 8. Okay, es wurde wenigstens wirklich gerandomized. Ach komm, du bist auf Level 6, das müsste auch so reichen. Sag ich doch. Ach ja, was das auch neutral gegenüber ist, vergesse ich auch immer wieder. Im Level lag ich wohl auch falsch. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde, aber naja. Sleepuna. Das hätte ich tatsächlich sehr gerne im Team. Ja, wobei ich eigentlich nicht so der Fan bin von reinen Angriffsmonstern. Lehmbrühe. Nice.
Das Freitag könnten wir nicht sogar heute am Käfer-Dings-Turnier teilnehmen. Was war Lehmbrühe eigentlich genau für einen Angriff nochmal? Dachte, das war ein Bodenangriff. Achso, nee, kann er die Genauigkeit senken, sowas. Level 20, du bist immer noch der schwächste Pokémon so gesehen im Team, also bleibst du mal drin. Ach, komm schon. Ich wollte es ja so im Endeffekt. Hast du noch ein Stein? Langsam kickt bei mir die Müdigkeit doch rein. Mal schauen, wie weit ich noch machen werde heute. Ich würde ganz gerne die nächste Stadt, denke ich, noch erreichen. Nein, will ich nicht. Niemand mag Menschen, die Flammen aus dem Mund kommen. Warum sabberst du Flammen? Kapara-Heiler, ich will einen Gegengriff, bitte. Ah. Kann man also auch nicht kämpfen. Dachte, das Ding der Nacht kämpfen will. Und ein Jugong und ich darf es fangen. Eis-Pokémon kann wirklich praktisch sein. Ich habe zwar schon Wasser-Pokémon gutes im Team, aber Eis-Typ ist schon eine gute Sache. Allerdings könnte es auch lästig werden zu fangen, weil ich schon wieder nichts habe, was ich schwächen kann. Oh, es kann Ampelleuchte. Ja, du bist wirklich interessant, Jugang. Gesang. Ampelleuchte, Eissturm. Jetzt mit Smog versuchen zu schwächen. Weil, sind wir ehrlich, Smog macht keinen Schaden. Absolut nicht. So bist du aufgewacht? Hä? Weiler ist Angriff Nummer 3. Und ich habe das Gefühl, dass der vierte Angriff leider Erholung sein wird. Das Einschläfern und direkt versuchen, einfach Bälle zu werfen. Ah, seine Fähigkeit. Okay. Station. Was ist das für eine Fähigkeit? Zählt es auch? Ja, ich will gerade nicht einwechseln wegen Eisangriff. Zählt es auch auf Paralysen und so? Moment, wenn es zu direkt versch. Dieses Jugend ist mehr als nur interessant. Und später Erholung lernt und dann sich mit der eigenen Fähigkeit wieder aufweckt.
Smog bitte. Komm in der Großstadt. Scheint nur bei Schlaf zu funktionieren. Nee. Einzig von allen Statusproblemen. Was hattest du jetzt? Ampelleuchte, Heuler, Eisstrahl? Hast du keinen Wasserangriff? Ne, Kopfnuss. Ha. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Das hilft mir ziemlich weiter. So, Bälle. Ich hab sogar einen Netzball. Wunderbar. Weibliches Jugong. Was sagt das Pokédex zu dir? Es liebt das Eismeer. Beim Schwimmen setzt es seine langen Schweife ein, um die Richtung zu ändern. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe echt gar keinen Namen. Doch, ich habe einen Namen. Das Monster aus der Tiefe. Schläft sich richtig gerade. Moment, lass mich das nachgucken, bevor ich mich hier blamier. Ich bin gerade ein bisschen dumm im Kopf. Ja, war schon richtig geschrieben. Ja. Ah, schon richtig. So, und dich würde ich sehr, sehr gerne ins Team nehmen. Und wir verabschieden uns von unserem dritten gefallenen Kameraden. Shinobi. Er wollte seinen Dienst ausführen, aber... Na, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass ich mich da irgendwann, dass ich irgendwas vergessen werde. Was ist das mitten in der Turm? So, Sölle, was hast du so zum Sagen? Zart, immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, nur betrügen. Okay. Ansonsten bist du so oder ziemlich ähnlich. Selbe Wesen, selbe Werte, ähnliche Fähigkeit. Können wir am Turnier teilnehmen? Das ist die Frage. Dienstag, Donnerstag und Samstag, ja, schade.
könnte, wenn ich morgen nochmal weiter streamen, dürfte ich doch in der Nähe sein. Dann könnte ich dieses Gebiet jetzt skippen und dann können wir tatsächlich am Käfersammelturnier teilnehmen. Ob das will ich auch machen. Oh mein Gott, das ist ein Latios. Marcella, das wäre jetzt eigentlich dein Auftritt, aber... du hast das Level noch nicht so ganz dafür. Bodyguard bin ich einverstanden mit. Dann mache ich einfach eine... Kopfnuss. Wunschstraum halte ich in 2 Runden. Schaden machst du? Ach, ist gar nichts. Das ist ja gar kein Schaden. Und tschüss. Nö. Ach, du bist ein... mit dem man wieder kämpfen kann. Du hast den Latios. Das könnte Erfahrungspunkte geben. Sollten wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir einen Rückkampf machen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Tja, hättest du nur einen Wasserangriff, dann könntest du drin bleiben. Ja, ich muss jetzt auch ein paar wilde Pokémon besiegen, weil Zilla dringend Training braucht. Ich will nicht, dass sich das von Sora wiederholt. Ein Polita jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte geben dürfte. Na, reicht für ein Level Up. Ein Angriff dazu, ein Special-Angriff, Verteidigung, du wirst eher tanky sein, so wie ich das sehe. Zugabe. Ich meine, das ist besser als ein Heuler. Zickzacks. Komm, damit wirst du doch fertig. Wenn du das nicht schaffst. Mach den Eissturm. Ah, easy. Nein, du machst auch nicht gerade so viel Schaden, wie ich mir das so hoffen würde, aber... Das heißt nichts. Hast du noch eine Kopfnuss reichen? Ja. So viele Tafeln, die ich finde, und keine einzige, die ich brauchen kann. Ach komm. Wie viele random Encounter kommen da noch?
Ups. Da bin ich auf den Speedrunner gekommen. Nee. Kampf ist sehr effektiv gegen Eis, also das fangen wir gar nicht erst an. Das wäre ein Riesenfehler gewesen. Ja, wäre es wirklich gewesen. So, dann nehmen wir den Pokéball hier noch mit. Griff-Tieb. Interessant. Kann dem vielleicht Agni lernen. Nein, kann er nicht. Okay, Anziehung. Vielleicht was für Scylla. Was für eine Idee, ja. Würde ich sehr gerne. Zugabe weg. War nur ein Schritt drin, ich wollte absteigen. Ach, meine Ampel leuchte. Wie viel Schaden macht die dann? Dass ich mal so einen kurzen Vergleich hier habe. Ich könnte auch einfach auf die Werte schauen, aber. Das ist ungefähr gleich. Ich mich gleich sogar. Dann mach doch Kopfnuss und dann haben wir alle Angriffe durch. Kein Level Up. Ich hab vergessen abzusteigen. Unser Murzel. Hätte ich auch gern gefangen. Allerdings habe ich schon Pflanzen-Pokémon, also auch eher naja, vor allem weil es ewig dauert, bis es sich zu einem Tangulist entwickelt. Route 36. Ich lasse mal ganz kurz nachschauen hier. Hier glaube ich, habe ich noch nichts gefangen. Ne, ich bin runtergegangen. Ich war in den Alfruin. Route 36 gibt es auf der anderen Seite normalerweise kein Gras. Mal schnell gegen dich. Ich meine, auch wenn du die meiste Zeit damit verbringen wirst, mich zu heilen, ich tausche trotzdem aus.
Das ist ein Eis-Pokémon, also dann machen wir jetzt einfach kurzen Prozess. Oh, macht sogar Schaden. Treffer. Hey, du wirst mich doch nicht heilen, wenn du sofort sterben wirst. Oh, ein Seemops. Seemops ist so fantastisch vom Design. Bist du schon vom Typ Eis? Ich weiß es nicht. Das ist aber auch egal. Kopfnuss. Ja, ich mag so E-Mobs. Und leider, ja, ich weiß das, weil Reise eigentlich die bessere Version von Yugong ist, aber designtechnisch mag ich einfach Yugong lieber. Und Schneebedeck, Eis und Pflanze. Ja, ich will nicht auswechseln. Ist noch zu gefährlich. Ich will nicht noch ein Pokémon heute verlieren. Das war schon mehr als genug. Den vollen Pokémon fangen. Wenn ich das Mogelbaum bekämpfe, dann muss ich das als ersten Encounter zählen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf der rechten Seite davon kein Gras ist, also kann ich da noch nichts gefangen haben. Seemobs Level 17 ist mir auch ein bisschen zu gefährlich, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob du Eisangriffe kannst. Ich hab so keinen Schaden machen dürfte auch gegen Yugong. Na, du kannst Eisangriffe. Gut, dass ich Trap nicht eingewechselt habe. Zimsenboden? Immer gerne, immer her damit. Wir fangen hier ein Kabot. Das ist interessant. Wie war das? Mehr Angriff war Kikli, mehr Verteidigung Nocturne und wenn es gleich ist, ein Capoeira. Kannst es erschwächen? Ich meine, Lilith, auch wenn es Normaltyp ist, dürftest du es nicht one-hitten dürfen, hoffe ich mal. Rechte Hand. Mogelhieb.
Schlafe bitte einfach weiter. Natürlich. Hast du überhaupt Kampfangriffe? War mit dem Kopfnuss. Das war jetzt mehr Schaden, als ich erhofft habe. Lass mal ganz kurz die Werte vergleichen. Attacken, Kopfnuss war ein 70er, Angriff, Ampelleuchtung 75er, Eissturm 55 mit Step, also auch 75. Das machen die wirklich genau gleich viel Schaden, ist gut zu wissen. Du hast mehr normalen Angriff als Spezialen. Das heißt, eine Ampelleuchte könnte es eventuell überleben. Oder ich schläfe dich einfach nochmal ein und versuche dich dann zum Mock noch einmal zu schwächen. Glaube ich, die bessere Wahl. Ich glaube, du kannst keine Kampfangriffe, kann das sein? Bitte schlaf weiter, ich will nicht wirklich nicht, dass du vergiftet wirst. Oh Gott. Nein, nein, diese Rabauts würde ich sehr gerne fangen. Egal, dauert ein bisschen länger. Schlaf bitte mal einmal länger als nur eine Runde. Nein! Wieso bist du überhaupt schneller? Komm. Selbst wenn du vergiftet bist, dürftest du sowieso tot sein. Okay. Es macht auf einmal jetzt so viel Schaden. Oh Mann. So Bounce hätte ich gerne gehabt. Das hätte beim Pokémon wäre sehr praktisch gewesen. Ich habe mir die Dingenskanne nicht abgeholt, kann sein. Yep, ich habe vergessen, mir die Gießkanne abzuholen. Ernsthaft, ein Schritt. Und auch noch für so ein... Oh Gott. Auch wieder so ein dummes Pokémon. Wird eine der brutalsten Weiterentwicklungen im gesamten Spiel. Die große Kirsche muss die kleine Kirsche essen, um sich weiterzuentwickeln. Wer lässt sich sowas einfallen für ein Kinderspiel? Also für ein Spiel, das eigentlich auf Kinder ausgerichtet ist, sagen wir mal so. Mich in Ruhe. Oh, hallo, Jürgen. Du dürftest doch eigentlich nicht so viel gegen mich machen können. Ich meine, ich bin 3 Level über dir. Ich sehe schon, ich kann aber auch nicht wirklich viel gegen dich machen. Und ich bin natürlich verwirrt. Natürlich. Lelef. Kümmer du dich darum.
du nach einem Eisturm schon schneller bist als ich. Blumenlady. Was ist hier, eine Walma oder eine Schigikane? Schigikane! Die bessere Kanne. Dann gehen wir noch einmal kurz ins Pokémon Center, heilen uns auf. Wieso gehe ich zu Fuß? So fahre ich mit dem Fahrrad da durch. So viele Entscheidungen und so wenig richtige. Pokémon. Langsam und vorsichtig, verdammt. Komm, das kannst du auch mittlerweile selber töten. Ach ja, Käfer. Was denke ich mir dabei? Mach nicht den Eisangriff, der ist nicht effektiv, also machen wir den Käferangriff gegen das Feuer-Pokémon. Stimmt Sinn. Ja, schreck zurück. Zweimal in Folge zurückgeschreckt. Merkwürdiger Baum. Setze die Schigikanne ein. Ich meine, ich habe technisch gesehen zwei Wasser-Pokémon dabei, aber nehmen wir die Schigikanne. Und ja, ich habe statische Pokémon nicht randomized. Einfach nur aus dem Grund, weil es die Funktion bei der Edition irgendwie nicht gibt im Randomizer. Ist der Geier, wieso? Lass mal Trap mal wieder ran.
Na komm. Zwiebelbeeren, die nehme ich gerne mit. Zwiebelbeeren wären tatsächlich gut, ein paar anzupflanzen, eigentlich, damit ich hier. Ich meine, ich habe das Pokémon eh getötet, aber nee, hier war kein Gras. Also es wäre schon richtig gewesen, das Robot hätte ich fangen dürfen. Was gab's da oben gleich wieder? Ach, da waren nur die Kokobäume. Wasserboden 17. Ein Trap, ja. Was überlege ich überhaupt? Ja, der Härtner wird dir nichts helfen. Sauge es aus, Trap. Oh Gott. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass mein Pokémon namens Trap einen Megasauger hat. Oh Gott. Vielleicht dürfte auch noch an irgendeinem Wochentag einer von diesen random NPCs auftauchen, die wo dir irgendein Item schenken. Ich weiß noch nicht welcher und ich weiß nicht an welchem Tag und ich weiß auch nicht welches Item, also. Er ist nicht da, also egal. Nicht, dass das Knospi hätte die fangen dürfen. Na, was will ich mit dem fucking Knospi? Auch ein Megasauger. Na, selbst wenn ich nichts fangen dürfte, ich will es nicht haben. Wirklich nicht. Ah, das ist eine eigene Route. Egal, zwei Routen verkackt. So, dann haben wir noch zwei Doppelkämpfe vor uns, wie es aussieht. Elektro-Pokémon ist nicht so passend für dich, Sulla. Crap. Und du machst mir Glut auf. Komm, egal. Warum gibt das Fritzelblatt so viel mehr Erfahrungspunkte als die Shinox?
Ja, was habt ihr denn so auf Lager? Oh Gott. Oh Gott. Ich würde ganz gern das Level sehen. 16, das ist okay. Dann machst du einen Eisturm auf Alice, sehr praktisch. Und du gehst mal zu Irk, damit wir den lästigen Sandsturm loswerden. Beide dürfte halt nicht so viel Damage machen. Aber, ach, ist vierfach effektiv gewesen. Mach der Steinhagel. Oh Gott. Oh Gott. Wieso machst du so viel Schaden? Du hältst dich bitte auf. 50 Punkte reichen. Oh Gott, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Du tötest bitte direkt das, oder? Das ist mir etwas zu gefährlich. Sollte das Heller vermutlich rausnehmen. Level up. Eschblätterwaarde, Erstschlagangriff 40, 100. Und das physisch, was sehr praktisch ist. 40, ah. Ich denke mal, das Beste ist eine Kopfnuss, aber dann. Ja, ist schon besser. Denke ich auch, wenn ich jetzt zwei Angriffe habe, aber. Machst doch mal einen Eisturm, das dürfte für Squawgo reichen. Du machst einen Bodyslam. Wassergestein, also ist wasserneutral. Easy. Cool. Okay, den Kampf haben wir überstanden. Aber das Bruder war schon gefährlich. Zu gefährlich. So, Teak City, ganz kurz schauen. Alles in Ordnung soweit. Fangen wir uns hier direkt ein Pokémon. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt hier nicht 10 Jahre dauert, bis endlich mein Pokémon darunter fällt.
Kann ich ja nicht auch angeln irgendwo. Ich würde ganz gerne mal eins mit Kopfnuss fangen. Komm schon. Mit dem Baum hier. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, ich weiß doch, dass da Pokémon kommen können. Ein Hut. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich kann es auf jeden Fall nicht schwächen. Doch, mit Ableuchte hätte ich schwächen können. Na, egal. Ein Hutu kann 1, 2 Psycho-Angriffe lernen, aber ob die gut sind. Sind keine Step-Angriffe und naja. Warum setze ich meine Flöte nicht ein? Ach, weil du sowieso mich sofort wieder einschläfern würdest. Ist klar. Sehe schon. Ja. Einfach Pokéball. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Hutu Probleme macht, es zu fangen. Sein Zeitgefühl ist perfekt. Was auch immer passiert, es behält den Rhythmus, dass sein Kopf wackelt. Okay. Wo ist der Name hin? Passt nicht hin. Wie nicht ich dann? Wie nenne ich dich dann? Ist ein Hut. Ist ein Zeitgefühl wie eine Uhr. Mir fällt echt nichts ein. Bis an dem derblichen Hut tut auch kein Zeit verschwenden, also bist du jetzt einfach der Hut. Keine Ahnung, ob ich dich jemals ins Team nehmen werde. Ich meine, Flug-Pokémon wäre schon praktisch. Auf der anderen Seite bist du halt ein Hut. Aber na gut. Oh, Bill. Wir sehen uns bald wieder, weil du ein Evoli für mich hast, das ich sehr gerne mitnehmen würde. Aber na gut, Leute. Ich speichere jetzt das Spiel. Der Part hat wieder 2 Stunden erreicht. Das ist mal der Länge, die ich vorgesehen habe. Ich habe mein Ziel erreicht.
werde auch mittlerweile wirklich müde, muss ich sagen. Bin da mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen worden. Speichere noch einmal den ganz selber ab. Und werde mich für heute verabschieden. Den Run werde ich. Samstag ist das Käfersammlerturnier. Werde ich den fortsetzen und dann werden wir dahin gehen und uns da ein Pokémon fangen. Bin schon gespannt, was es werden wird. Und welchen Platz wir da belegen werden, weil da, so wie ich es gerade ausspreche, ich keine Ahnung, ob die Preise randomized werden oder nicht, aber ich vermute mal ehrlich gesagt nicht. Also kann man da Entwicklungssteine rausbekommen, was schon unter Umständen hilfreich sein könnte. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen mittlerweile. Ich lege mich jetzt schlafen. Gute Nacht.